Was wir nicht hinkriegen, ist die Applikationskarte gerade auf dem S10-Terminal. Ich glaube, das liegt wieder mal an meinem Fass. Und da ist er, wie versprochen, in dem Video von einer Woche. Hier haben wir den Serion 4200. Dies Jahr beim Striptill. Ist eigentlich ganz nett, dass wir immer mal wieder was anderes haben. Aber das könnte hier tatsächlich eine Lösung für die nächsten Jahre sein, weil es ganz gut zusammenpasst. Nico hat im Frühjahr keine gute Auslastung für die Maschine. Ich schon. Und dann würde sich das ergänzen. Und für uns beide ist das sozusagen eine sehr wirtschaftliche Ergänzung. Wir fahren hier aktuell mit unserem Venusfass und dem Striptillgerät und das Striptillgerät braucht wirklich eine Menge Leistung. Deswegen fahren wir auch, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr. Ihr habt gesehen, wir hatten das letztes Jahr im Sommer 9,39 davor. Er hat sich schon mächtig eins zurecht gequält und teilweise ging es dann nur bis 4-5 km/h und schneller nicht. Und ja, deswegen sage ich mal, ist 400 PS schon die untere Grenze hier. Das Striptillgerät will gezogen werden, sind ja im Prinzip 12 Schare auf 6 Meter. Wir haben das Fass, wir haben das Güllefass, welches ja, auch eine gute Pumpe drin hat. Die Pumpe braucht Leistung, man sagt Pi mal Daumen 100 PS. Dann muss man das Ganze natürlich noch ziehen, das Fass an sich. Und so kommt man schon ein bisschen zustande, dass man hier auch mal ein bisschen mehr Kraft braucht. Ich fahre jetzt aktuell aber nur 7 km/h. Wie wir schon in den AKFs gesagt haben, dieses Material, dieses große strohige Material, birgt so ein paar Probleme. Aber tatsächlich haben wir die Probleme nur, wenn wir das Gerät sozusagen reinlassen und wir haben noch nicht diesen richtigen Bodenfluss, dann haben wir das so, weil die Schneidscheiben da noch nicht so richtig arbeiten und dann schieben wir so ein bisschen auf und das kann so ein bisschen zu Haufen führen. Also wir haben jetzt hier 3 Hektar gemacht und ich hatte 4 Haufen. Das sind mir schon mindestens 3 zu viel. Wir sind auch relativ dicht bei heute mit den Zubringern. Das habe ich gesagt, Svenny, häng mal ab, hol mal die Güttlerwalze. Weil da hinten, wo ihr das da seht, da lief der Ideal nachher wirklich gut und dann haben wir auch wirklich da einen hervorragenden Feldaufgang, wo die ganzen krassen Verluste nicht mehr waren. Und dann haben wir da richtig viel Stroh. Und da habe ich einfach ein bisschen Angst und habe gesagt, dass es denn total ins Stocken kommt. Dann habe ich gesagt, hol mal die Güttler, wir probieren das erstmal mit der Güttler. Und ich glaube, das reicht schon. Wenn das Material an der Oberfläche so ein bisschen, ja, zerknittert ist, lose ist, dann ist das schon ausreichend, dass wir da bearbeiten können. Hier vorne haben wir gerade umgepumpt, nicht wundern. Aber ansonsten sieht das Arbeitsbild ja trotzdem ganz gut aus. Ich meine, der Vorteil ist jetzt, durch das ganze Ausfallgetreide haben wir natürlich einen festen Grund, der dafür sorgt, dass der Boden nicht oben oberflächlich dreht und krisselt. Mehr als Zwischenfrucht eingesät haben wir hier noch nicht. Also wir haben hier noch kein Totalherbizid oder ähnliches genommen. Was man auch sagen muss, die Höhe, auf der wir gucken, ist natürlich so krass. Ich meine, das Ding ist auch wirklich riesig. Und der Wendekreis, da merkt man das schon. Man merkt das schon ein bisschen beim Rangieren. Der Trecker ist wirklich riesig. Meine Güte, ist der riesig. Ich wollte eigentlich hier mit Applikationskarte fahren und ich bin da noch bei und bin da noch am Telefonieren. Bis jetzt haut das überhaupt nicht hin. Ich glaube, wir fahren mal hier lieber auf Minimaldrehzahl. Wir haben ein bisschen zu wenig Leistung an der Pumpe. Bis jetzt haut das hier überhaupt noch nicht hin, weil wir, ich weiß nicht, die Kommunikation zwischen Fass und S10 funktioniert nicht richtig, weil wir da, ja, also das Fass meldet zurück, dass es wohl 3,8 Millionen Kubik ausbringt und dann sagt der Trecker, oh Gott, viel zu viel, Regel auf Null und ja, dadurch kommt das alles so krass zustande und ja, da bin ich jetzt noch, wie gesagt, am Telefonieren, dass wir das irgendwie gelöst kriegen, weil aktuell fahre ich konstante Menge, der Rest funktioniert noch gar nicht. So, jetzt ist es leer, jetzt pumpe ich gleich hier vorne am Vorgewende nach. Eins, was ich auch noch nicht habe, und zwar, mir fehlt ein bisschen Strom. Ich habe hier jetzt 2 Verteilerdosen. Einmal habe ich meine Kamera und einmal habe ich meinen Laptop zum Stream. Und dann fehlt mir noch ein bisschen Strom für Funk. Weil es komischerweise, wenn ich das Funkgerät hier über meinen Verteiler einstecke, dann geht es nicht an. Aber direkt ja.
Und auch mit Verlängerungskabel über dieses 12-polige geht es nicht. Ja, da muss ich hier noch mal ein bisschen das Ganze zusammenschnüren. Wir haben hier die Kamera, wir haben das lange Kabel hier von dem Joystick. Die Kamera brauche ich unbedingt, ich muss gucken, was hinten beim Striptill los ist. Und ja, also da 12-polige, 12 Watt, dreipolig wären noch ganz schön geil gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Bis jetzt fährt er sich gut. Wir hatten 8 Jahre lang 3800er. Und naja, der Fortschritt ist halt schon da. Das Ding fährt sich viel sachter als ein 3.8er. Da musste man richtig wirklich lernen, mit dem Fahrpedal umzugehen. Das ist natürlich, also der fährt sich hier schon mega komfortabel. Aber man merkt halt auch, dass es 4 gleich große Reifen sind, dass dieses klassische Wippen, was der Seyon macht oder gemacht hat, dass es immer noch ein bisschen da ist. Aber es ist schon brachial komfortabler geworden. Aber bitte, wie groß ist denn die Motorhaube, ey? Das ist ja auch Wahnsinn. Ich glaube, der 5000er, Frage wird ja aufkommen, der 5000er Rahmen ist nochmal eine Nummer größer, bin ich der Meinung. Also 4.2 und dann glaube ich kommt 4.5 und 5000, glaube ich, hat einen größeren Rahmen als der hier. Aber das Ding ist hier schon riesig. Das ist, selbst wenn man, allgemein ständig mit diesen großen Maschinen arbeitet, ist es so, dass man wirklich vor so einer Maschine oder der 1050 damals steht man wirklich und denkt so, Alter, krass, das Ding ist wirklich riesig. Und die Dinger sind wirklich riesig. Reifenriegeldruckanlage hat er ja auch drauf. Wir fahren hier aktuell mit 0,8 Bar. Er ist ja relativ schmählich ballastiert, was ja voll ausreichend. Wir haben vorne 1,8 Tonnen und ja, hinten nichts weiter. Vielleicht könnte man auch vorne das Gewicht noch abnehmen. Müsste man mal ausprobieren, wie er dann performt. Bis jetzt sieht es aber ganz gut aus, wenn er zieht. Kann man das so ein bisschen an den Reifen vorne und hinten sehen beim Walken. So, dann fahren wir mal los. Ich habe das auch noch nicht richtig perfekt eingestellt. Wir haben ja auch diese Funktion des Vorgewendemanagements. Des Vorgewendemanagements. Und ich kann dann auch mehrere Funktionen hier auf einer Taste legen. Aber ich bin aktuell noch sehr am Einstellen. Also 4 Hektar braucht man ja wirklich, um so ein Ding hier einzustellen. Bezüglich der Drehzahl, denn die richtigen Dosiermenge beim Fass, dass er eine richtige Geschwindigkeit regelt, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ja, und sich da nicht die ganze Zeit aufschaukelt, dann guckt man natürlich, lässt man dem Seyon jetzt freie Drehzahlwahl oder sagt man, er möchte bitte mindestens einen bestimmten Wert einhalten. Ja, und dann muss ich mich nach wie vor damit nochmal beschäftigen. Ich habe jetzt den Task-Controller beim Fass einmal neu gestartet, müsste jetzt hier das Seyon auch einmal neu starten. Mal gucken, wenn ich gleich nach einem Moment frei habe, wenn wir jetzt nur noch 2 Zubringer sind. Und dann kann ich sozusagen das nochmal prüfen, ob der dann neu startet, ob das alles klappt. Ansonsten habe ich mir die Isobus-Funktion fürs Fass hier raufgepackt. Da packe ich das rauf, dann klippe ich erstmal die beiden nach hinten und schalte die Zapfwelle an. Die beiden nach hinten und Zapfwelle möchte ich mir gern auf eine Taste legen. Damit ich sozusagen nur noch vielleicht hier und hier aktivieren muss. Muss ich mal nachher nochmal durchgucken, dass er hinkriegt. Mit Fendt ist das gar kein Problem, weil ich halt ständig Fendt fahre. Nicht, weil das hier irgendwie komplizierter ist oder so, sondern weil ich einfach ständig Fendt fahre, ist das halt mein Heimspiel oder beim John Deere. Dann habe ich natürlich auch mehr Erfahrung drauf als hier mit dem Klaas und dem S10. Nicht, dass sie das nicht können und nicht, dass das kompliziert ist, sondern ich kann es schlichtweg noch nicht. Beziehungsweise ich muss da richtig noch ausprobieren, ist alles neu. Und. So, jetzt habe ich ja ausprobiert, jetzt fahre ich nur noch 7 km/h hier und habe das mal ein bisschen ausprobiert mit diesem Material an der Oberfläche und ich muss sagen, mit 7 km/h geht es ganz gut. Ja, wenn man ein bisschen langsamer fährt, kommt natürlich weniger Material auf einmal an. Das heißt, das kann sich so ein bisschen besser durch die Maschine gleiten. Vielleicht komme ich so erstmal ganz gut zur Rande, bis Svenny gleich hier ist mit der Güttler. Das kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Ich habe jetzt das Gerät wieder tiefer genommen. Wir waren auf 25 cm Bearbeitungstiefe von dem 939 und habe heute hier angefangen. Es war so, dass wir Mini-Dämme verursacht haben, weil die Schalkörper dann ein bisschen zu weit rauskommen und dann gleiten die nicht so unterirdisch drüber, sondern an der Seite und das sorgt so ein bisschen dafür, dass sie so ein bisschen die Erde am Rand knicken und da rollen dann die Räder drüber und das verursacht so einen ganz kleinen Damm. Und der sieht nicht perfekt aus. Wenn man jetzt hier drüber guckt, ist das halt richtig schön eben. Ne? Teilweise, wo die Gerste den Boden festhält, sieht es halt aus wie so Grünland geschlitzt. Und
so soll es halt auch bleiben, das soll richtig schön eben sein. Wir sind jetzt halt wieder tiefer gegangen. Jetzt hat der Kollege natürlich gut zu tun, gar keine Frage. Oder er hat mehr zu tun. Das heißt, wenn wir jetzt hier auch hochgehen würden auf unsere 9 km/h, die wir die ganze Zeit jetzt vorhin schon gefahren sind, dann, ja, dann stöhnt er natürlich schon ein bisschen mehr. Aber er schafft das Gerät gut, muss man sagen. Und ein Punkt muss man auch sagen, wir haben letztes Jahr mit dem 1050 ja mit den normalen Scharen angefangen. Der ging ja ganz gut, da ist der Boden relativ easy durchgeglitten. Und dann haben wir ja die neuen Schare für Vollmer ausprobiert. Und die haben wir für den Sommer nochmal nachgekauft gehabt und haben halt festgestellt, die ziehen sich so dermaßen brachial schwer durch den Boden, dass wir dann im Sommer bei dem Kunden, wo wir waren, für den Raps, haben wir die Schare abgeschraubt, die waren kaum angefahren und haben jetzt die alten wieder rangemacht. Die sind einfach kürzer, die gehen einfach 5 cm weniger durch den Boden in einem anderen Winkel und der Boden gleitet wirklich fast gerade dadurch. Das haben wir bei diesen anderen Scharen nicht, da geht der Boden wirklich in der Welle dadurch und bei den anderen Scharen wirklich nicht. Und ich würde sagen, es sind ungefähr 20% weniger Zugkraftbedarf. Also das ist wirklich eine Welt. Und das sind auch 3-4 Liter Diesel, die wir da pro Hektar weniger brauchen. Und wir müssen ja nicht auf diese brachiale Tiefe gehen. Wir haben auch festgestellt, wir können dann einfach das Vollmer nicht flach genug einstellen, weil dann die Schare in einem anderen Winkel kommen. Ja, wir werden zwar ein bisschen flacher, aber wir erzeugen dann wieder Dämme und das Gerät gleitet einfach nicht vernünftig durch den Boden. Deswegen in dieser Variante mit diesen Scharen, Scharspitzen mit den Einstellungen, wunderbar. Wir haben zusätzlich zu den Scharspitzen haben wir noch neue Leitbleche, also da die Seiten komplett neu gemacht. Und wir haben hinten die Halterung, wo die Schläuche dran sitzen, auch komplett neu gemacht. Das war zu machen. Die Teile haben uns jetzt weggepackt als Ersatz, sie sind halt angefahren, aber die sind noch so, wenn man was bricht, kann man die nochmal wieder verwenden. Und genau, Scharspitzen haben wir ja neu, dann was haben wir noch gemacht? Mal ein paar Kleinigkeiten, dies, das, jenes. Und so ist das Gerät wieder einsatzbereit. Ich habe mal so überschlagen, das müsste jetzt so 850, 900 Hektar weg haben, mit Raps, mit Sonnenblumen, mit Mais, überall wo wir es eingesetzt haben. So. Ja, hier unter der Zwischenfrucht ist der Boden richtig mürbe und auch richtig locker. Und hier sieht man das Ganze unter der Gerste, unter der Ausfallgerste. So hätte ich das gerne am liebsten, so richtig schön glatt und eben. Und keine richtigen Wellen geschoben. So wie hier sieht man teilweise, kommen ein paar kleine Wellen rein, wo der Boden ein bisschen mürber ist. Aber das ist dann so. Ja, wir haben jetzt hier angefangen. So wie hier. Hier sieht es nice aus. Wir haben jetzt hier... Ah, jetzt weiß ich, warum hier die Wellen sind. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das hier nicht so gut war. Ich habe vorhin, als ich hierher kam auf den Acker, habe ich genau diese Bahn Trockenübungen gemacht. Geguckt, Gerät reingesenkt, GPS eingeschaltet, ob alles genau in der Bahn läuft. Von hier bis da vorne nämlich. Und ich wundere mich, warum sind so eine Wellen? Das ist doch sonst gar nicht so krass, die Wellen. Jetzt haben wir es rausgekriegt. So Leute, hier ist das normale Arbeitsbild. Und das sieht hervorragend aus. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Hier haben wir das Ganze dann mit dem Material an der Oberfläche. Und ich muss auch sagen, jetzt wo das trockener ist, das bricht ja ohne Ende, haben wir gar keine Probleme mehr. Also ich hatte die letzten Stopfer jetzt vor 2-3 Hektar. Als ich vorhin das für euch aufgenommen habe, jetzt sozusagen gar nichts. Ich schicke jetzt aber Svenny trotzdem mal hier rüber. Und mit der Güttler oberflächlich, und das sieht auch so aus, als ob das ausreicht. Mensch, ich habe mich echt gewundert. Aber seht ihr mal, was das für ein Unterschied ist, wenn der Boden vorgelockert wäre. So, ich habe jetzt Svenny hier mit der Güttler rüber geschickt. Und wie man sieht, ist das hier platt und es ist aber auch gebrochen. Guck mal an, wo ein bisschen mehr Material ist hier. Hier. Ist das jetzt hier am Boden und das ist jetzt lose und auch zerkleinert. Also tatsächlich reicht das schon aus. Ist natürlich jetzt nicht krass wie bei der Messerwalze, aber ist natürlich Kraftstoff- und verschleißarm. Hier ist noch Feuer, ganz derbe, und wenn er nachher rüberfährt, ist das ein bisschen mürber. So, jetzt gehen wir uns da vorne aber das mal angucken, was ich euch noch zeigen wollte. Ab hier vorne haben wir das ja nachher mit dem Ideal rausgefunden, haben wir gesagt, hier, guck mal,
zu viel Verluste. Und dann haben wir das Ganze richtig eingestellt gehabt, oder beziehungsweise eher den Mähdrescher dann. Und dann sah es eigentlich ganz gut aus. Und dann sieht die Zwischenfrucht auch ganz anders aus. Möchte ich jetzt sagen, dass sie ganz anders aussieht. Ich bin übrigens schon total begeistert und freue mich total. Ich habe dieses Jahr im Sommer zwei Vorführungen auch von richtigen Direktsaatdrillmaschinen für die Zwischenfrucht. Denn der Nachteil ist, hier seht ihr das, jetzt haben wir es nur noch beim Schwatt. Der Nachteil ist, hier beim Schwatt bekomme ich mit der Pronto da keine Ablage hin, weil da noch ein bisschen Reststroh liegt. Und dann haben wir da diesen grünen Streifen. Aber alles andere sieht halt wirklich besser aus. So, jetzt kommt hier wieder das Schwatt. Und wenn ihr das jetzt hier overall einmal rüber guckt, ist da hier deutlich mehr Zwischenfrucht und mehr Material. Und hier hat man dann auch eine schöne bedeckende Schicht, so was ihr hier seht. Ne? Wenn man das hier wegmacht, ist halt mürber Boden unter. Ihr seht halt auch, da der Rettich, der ist reif geworden. Ne, der ist leer. Die sind leer. Aber hier hätten wir eine kleine Rettichpflanze. Also ich glaube nicht, dass das Raps ist. Ich hatte hier Raps. Ah, das ist schon ewig her, 2017 oder so. Dann würde ich eher sagen, das ist kleiner Rettich hier. Ölrettich hatte ich ja mit drin. Und habe auch gesagt, wenn es sehr früh ist, würde ich die nächstes Jahr lieber nicht mehr nehmen. Doch, da sind ein paar Körner drin, weil der abgereift ist. Und das will ich vermeiden. Sonst holt man sich dann natürlich auch den Druck ins nächste Jahr mit hinein. Ja, aber wenn man hier unterguckt, ist das natürlich schön mürbe. Und ich denke, wenn Svenny darüber fährt, sieht das Ganze auch besser aus. Auf jeden Fall wollen wir das haben, dieses ganze Material an der Oberfläche und das, was ihr natürlich auch seht. Ich habe eben gerade mit jemand anders telefoniert. Die wollen hier anfangen, Rübenacker fertig zu machen. Und da wurde die Zwischenfrucht 20 cm Bodenlockerung gemacht. Und die wollen jetzt Gärreste rausbringen und grubbern. Ja, geht nichts. Geht nichts. Die sind alle total neidisch, dass ich fahren kann. Oh, der Boden ist gut fest, so, ne? Jetzt haben wir für morgen aber wieder 11 mm Regen an. Ne, morgen ist noch gut. Donnerstag 11 mm, Freitag nochmal 11 oder 12 mm. Ja, denn, da müssen wir natürlich auch anhalten, ne? Man muss das Ganze ja nicht auf der Spitze treiben. Aber den Rettich würde ich nächstes Jahr, wenn, dann später drillen. Also wenn wir nach der Gerste machen, wirklich nur Komponenten, die jetzt nicht gerade ausreifen. Der Rettich ist ausgereift, das wollen wir nicht haben. So, hier seht ihr die, habt ihr die krasse Kante gesehen, ne? Also bis da, ab da wenig Verluste, ab hier viel Verluste. Ja, soweit erstmal. Oh, war doch ganz schön Ende. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir so weit weg sind. Was wir nach wie vor immer noch versuchen, was wir nicht hinkriegen, ist die Applikationskarte gerade auf dem S10-Terminal. Ich glaube, das liegt wieder mal an meinem Fass. Weil da scheint das Fass wirklich Probleme zu haben. Mit dem Isobus hatten wir ja bei Fendt, bei John Deere überall mal ein paar Probleme. Wir wissen noch nicht, das Fass oder die Übersetzung schreibt einen abnormalen hohen Wert da rein. Also das sind, ich glaube, 36 Millionen Kubik oder 3,6 Milliarden Kubik. Oder 360 Millionen. Auf jeden Fall ist das ein wahnsinnig hoher Wert. Aber hier seht ihr nochmal, wie kurz das Material jetzt ist. Nur, dass wir hier einmal mit einer Güttler rübergefahren ist. Wenn wir das natürlich wissen. Und ich weiß, einige von euch wussten das und wollten das machen. Aber Hannes wollte das wirklich erst noch ausprobieren. Dann können wir natürlich auch erst warten. Ne, können wir nicht warten. Dann können wir das natürlich auch beim Frost machen, im Winter. Weil dann ist das Material auch eh brüchig und dann können wir das doch gleich machen. Aber Hannes wollte das natürlich auch ausprobieren und wollte gucken, ob er drumherum kommt. Kommt er nicht. Kommt er nicht. So. Und ich wäre auch gerne, um ehrlich zu sein, gerne hätte ich das hier auch schon totgespritzt. Weil das klaut jetzt natürlich massiv Wasser. Wir haben natürlich dieses Jahr die komfortable Situation, sehr viel Wasser zu haben. Aber das ist nicht in jedem Jahr so. Und letztes Jahr konnte man tatsächlich sehen, überall, wo ein Streifen Ausfallgetreide war, ist die Hauptkultur da schlechter gewachsen. Und deswegen
Hätte ich das gerne schon weg. Ich habe aber bis jetzt alle Bedingungen, die wir überhaupt hatten, für Pflanzenschutz, fürs Getreide genommen. Das ist fertig. Die Erbsen im Vorauflauf sind behandelt. Und das waren wirklich alle Möglichkeiten, die wir in den letzten 3 Wochen hatten. Also mal gucken, kommendes Wochenende, ob da noch was geht. Weil je kleiner die Pflanzen sind, desto weniger Wirkstoff brauchen wir. Und desto mehr können wir da sparen. Jo, auch noch ganz geil wäre natürlich in der Hinsicht Spot-Spraying. Ne? Gerade wenn man so sieht, die Bereiche, wo wir gute Zwischenfrucht hatten, die brauchen da kaum was. So. So, was mussten wir machen, damit das Fass hier ranpasst? Verschraubten Kugelkopf K80, K50 Kupplung an der Seite noch mit ran. Zapfwelle ist ganz klar, wir mussten hier einen Adapterstummel nehmen, weil den gibt es nur mit großer Feinverzahnung und wir haben kleine Grobverzahnung. Dann haben wir Hydraulikeinheiten ganz normal, aber wir brauchen hier zweimal drucklosen Rücklauf. Hier die beiden Kollegen. Dann haben wir Lotsensing, ist aber auch standardmäßig verbaut. Der hier und ne, der dicke nicht, der dicke hier, der hier vorne, das ist Lotsensing, also lastfühlende Hydraulik. Und der Rest ist ganz normal Pumpe. Das hier ist die Hinterachse vom Striptillgerät. Genau, und diesen hier, diesen drucklosen Rücklauf, den mussten wir erweitern, weil das fast 2 drucklose Rückläufe hat, also ein und noch ein. Einer ist normalerweise standardmäßig verbaut. Unterlenker haben wir jetzt hochgesteckt, damit die hier vernünftig am Fass und an der Gelenkwelle, ans Fass und an der Gelenkwelle vorbeikommen. So Leute, hatten wir schon mal jemals die Möglichkeit, von außen beim Striptill zuzugucken? Wir müssen jetzt hier einmal kurz rumgehen. Er fährt jetzt hier gleich einmal ums Wasserloch rum. Guck mal, hier ist die Fläche, hier ist der Teil der Fläche, wo der ideal vernünftig eingestellte Verluste hatte. Und die sieht komplett anders aus. Da haben wir hier nur ab und zu mal ein paar Ausfallgetreide, ein paar Ausfallgräser, ein bisschen Ausfallgetreide. Und wir haben das jetzt alles abgewalzt. Ihr seht, wie schön kurz das nur durchs Walzen geworden ist. Wie schön mürbe auch der Boden ist. Oh, das ist ja wieder ein Gedicht hier. Ja, wir haben auch dieses Jahr wirklich Glück mit dem Regen. Aber das heißt Glück, wir kriegen eigentlich so viel Regen, wie normalerweise mehr zu uns gehört. Aber das war in den letzten Jahren keine Selbstverständlichkeit. Von daher bin ich super happy über jeden Tropfen, der kommt. Und sage ich ganz ehrlich, ich mache lieber 10-mal Pause, fahre nachts und ist egal, Hauptsache wir kriegen Regen und ernten vernünftig. So, Zergon macht sich ganz gut. Wir haben ihn jetzt auch ganz gut eingestellt mit Sequenzen. Und ja, auch hier so einen kleinen Hang kommt er schon an seine Grenze und fährt er dann mit 100% Motorauslastung. Wir sind jetzt 9 km/h gefahren. Wir werden dann morgen auf 9,5 gehen. So, jetzt macht er natürlich die Unterlenker runter vom Fass. Ach, er stößt noch nach hinten. Donnerwetter. Wir machen das jetzt auch hier. Wir machen diesen Block zuerst da und auf der Seite. Und damit wir... Ich erzähle euch das gleich nochmal. Damit wir, wenn wir hier das Vorgewende machen, da und auf der anderen Seite, damit wir dann sozusagen, wenn wir da drehen, nicht auf die bearbeitete Fläche fahren. Deswegen mache ich so eine Löcher oder so eine Blöcke. Erst immer fertig, dann mit Vorgewende und dann kann ich rechts und links daneben auch fertig fahren. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ihr seht, ich bin echt zufrieden jetzt, wie wir nach... Jetzt im dritten Jahr Striptill, wir haben jetzt knapp 900 Hektar damit runtergerissen, wie wir doch über die Jahre auch mit den Charspitzen und mit Einstellungen auch so weit optimiert haben, dass wir auch beim Dieselverbrauch so um die 11 Liter, 10, 11 Liter liegen und auch die Arbeitsqualität hervorragend aussieht. Ne? Wir haben jetzt hier keine Dämme mehr. Also klar, das, was ihr hier als Dämme seht, sind aber nicht wirklich hoch. Das ist also kleine. Wir hatten ja früher richtig hohe Dämme. Und wir haben hier auch vernünftige Arbeits,
ja, vernünftige Arbeitsbedingungen, vernünftige Arbeitsqualitäten. Was wir noch so ein bisschen haben, wir haben die eine Seite vom Rad sackt nach. Da ist wahrscheinlich der Zylinder kaputt. Aber ansonsten sieht es halt hervorragend aus. Und hier bin ich auch super zufrieden, wenn die Zwischenfrucht auch bedeckend ist. Ja, das wäre ideal, jetzt hier mit Spot Spraying rüber zu fahren. Aber das sieht natürlich dann auch schon ganz anders aus, keine Frage. Das ist mürbe. Hat einfach eine gute Arbeitsqualität. Genau. Wie sagt ihr mal unter den Kommentaren? Ja, wenn man immer ständig genau sagt, dann hat man nicht viel zu erzählen. Aber ist so, genau nutzt man immer als Lückenwort. Ich bin jetzt happy, dass wir es relativ gut eingestellt haben. Das Teilflächenspezifische geht immer noch nicht. Wir haben da einfach diese Problematik, dass das Fass meldet oder das Terminal erkennt, dass wir mehrere hundert Millionen Kubik ausbringen. Also dass irgendwo ein Fehler in der Übersetzung des Kommas in der Kommunikation. Ich habe jetzt Venus eine E-Mail geschrieben, die wollen sich kümmern. Auch die Jungs von Klaas sind bei. Und ja, ich bin ja nicht der Einzige mit einem Klaas und einem Venusfass dahinter. Und deswegen wird sich da schon eine Lösung ergeben. Also es liegt da auch nicht an der Applikationskarte, sondern tatsächlich an das, was die beide miteinander kommunizieren. Passt nämlich überhaupt nicht zusammen. Ja, und da bin ich ganz froh, dass wir es jetzt eingestellt haben. Die ersten Meter sind gut mit dem Cerion. Das ist eine Riesenmaschine. Man kann da, glaube ich, auch nicht eine Wendigkeit erwarten, jetzt wie mit einem Standardschlepper. Das merkt man schon. Man merkt aber auch, die Zugkraft, die ist halt da. Die kann absolut auch mithalten mit einem 1050 oder mit dem 8400. Kann ich erstmal so in der ersten Instanz euch so sagen. Das richtige Fazit folgt dann am Ende. Wir haben auch, glaube ich, ganz schöne Drohnenaufnahmen eben schon mal gemacht. Da hatte ich auch mal ein freies Händchen zum Drohne fliegen, weil Nico gefahren ist. Der fährt ja für mich morgen. Und die nächsten zwei Tage drauf, genau. Und dann den nächsten Vlog. In dem nächsten Vlog fahre ich quasi dann wieder. Ja. Man sieht das auch so ein bisschen, wenn der Boden immer ein bisschen mürber ist. Dann drücken die Räder dann doch ein bisschen mehr. Und dann hat man hier dieses Profil von den Rädern, wie sie halt zurückdrücken. Aber ja, kann ich nur noch mal sagen, ich bin echt zufrieden mit der Arbeitsqualität. So jetzt über die Zeit mit dem Vollmer. Kein Vergleich mehr zum ersten Jahr. Nicht vom Zugkraftbedarf, nicht vom von allen, wie das Gerät durch den Boden läuft, wie er sich hat. Ja, zieht sich jetzt ganz anders, gleitet viel, viel mehr das Gerät. Und auch hier mit der Zwischenfrucht, mit der Direktsaat, werde ich auch immer besser, muss man auch sagen. Gehört natürlich auch ein bisschen Lehrgeld dazu, gar keine Frage. Aber da wird man auch besser. Und das wollen wir ja im Prinzip, dass hier am Ende dieses ganze Material an der Oberfläche liegt und auch noch ein bisschen beschattend wirkt. Ne? Wenn man jetzt so guckt, so viel hat man nicht, aber es ist besser als null. Ja, also gar keine Beschattung, wäre halt schlechter. Massig viel ist es nicht und, warte mal, ich kann euch mal sagen, wo das, hier kommt er rein, genau hier kommt die Saat rein, hier zwischen den beiden. Gut, Leute, ich glaube, das war's heute mit dem Vlog, mit dem ersten Vlog zum Cerion. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wird euch die Tage noch mal ein bisschen mehr von innen drinnen zeigen, wie das alles geht, wie das funktioniert. Ich habe das jetzt auch gut hinbekommen. Das ging von Anfang an einfach mit der Joystick-Belegung, wie das Isobus ist. Das ging auch super einfach, muss ich sagen. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir vorankommen. 300 Hektar stehen an. Strip-Till. Die ersten 15 sind jetzt heute fertig. Mit den Schwierigkeiten ein bisschen warten auf den Zubringer, weil nur Svenny habe ich ja rausgenommen. Ansonsten wären wir mit drei super gut klargekommen. Svenny wird aber nachher auch gleich schon fertig mit dem Walzen und fährt dann ab morgen wieder mit. Und für die weiteren Strecken habe ich schon noch einen vierten besorgt, sodass wir da auch gut vorankommen können. Und wir erhoffen uns natürlich auch, dass wir vielleicht vor Ostern fertig werden. Wir haben auch natürlich ein paar Flächen bei, die jetzt Sonnenblumen kommen, wo Zwischenfrucht war, wo wir Gärreste gefahren haben. Da gehen die Mengen, die wir natürlich ausbringen, deutlich nach unten. Da fahren wir dann keine 30 Kubik mehr, sondern nur noch 20. Und unterm Strich macht das auch viel aus, wenn wir viel, viel länger fahren. Mit diesen Bildern, Leute, bis dann.